Es ist nichts Neues, Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Dabei macht Strom aktuell nur etwa ein Fünftel der in Deutschland genutzten Energie aus. Andere Energieformen werden am meisten für die Mobilität und die Erzeugung von Wärme benötigt. Dafür werden heute vorwiegend fossile Brennstoffe wie Erdöl und Erdgas verwendet. Doch die Gewinnung und Nutzung dieser fossilen Stoffe ist umweltschädlich und wenig nachhaltig. Wir brauchen also einen Weg, auch die Mobilität und die Erzeugung von Wärme mit erneuerbaren Energien abzudecken. Um diesen Weg zu finden, müssen wir lernen, unsere nachhaltig produzierte Energie in andere Energieträger umzuwandeln. Wie zum Beispiel Strom in Kraftstoff und Strom in Gas. So kann eine Energieversorgung entstehen, die keine fossilen Brennstoffe mehr benötigt. Wir am Energy Lab 2.0 produzieren Strom aus erneuerbaren Energien. Wir nutzen verschiedene Technologien, um diesen Strom zu speichern und in andere Energieträger umzuwandeln. Dabei verknüpfen wir die Stromversorgung, die Wärmeversorgung für Gebäude und den Mobilitätssektor. Von unserem Kontrollzentrum aus steuern wir die Anlagen und sammeln dort alle Daten, die gespeichert, simuliert und ausgewertet werden. Unsere Reallabore in Karlsruhe, Jülich und Stuttgart stehen Partnern aus Forschung und Industrie offen. Wir modellieren und erproben realitätsnah im großen Maßstab die benötigten Versorgungsnetze und Komponenten einer zukünftigen und nachhaltigen Energieversorgung. Damit erarbeiten wir gemeinsam das erforderliche Wissen für die Energiewende.